Hallöchen, ihr Lieben. Ich wollte mir auf jeden Fall die Nägel machen. Ich wollte auf jeden Fall irgendwie Halloween-mäßig vielleicht noch was machen. Und da dachte ich mir, dass ich diesmal Shellack verwenden werde und zwar den von Essence, da habe ich voll Bock drauf. Ja, jetzt bin ich die ganze Zeit grübeln, welche Farbe nehme ich jetzt? Ich wollte eigentlich mal schwarze Nägel machen und Wassertattoos verwenden, aber dann denke ich mir, die Wassertattoos werden auf schwarz wohl untergehen. Die wird man nicht sehen. Außer ich mache da einen helleren Untergrund drunter. Oder vielleicht so ein Bordeaux, burgunderfarbenen oder doch lieber was Grünliches. Also momentan kann ich mich echt nicht entscheiden. Wo ich mich auf jeden Fall entscheiden konnte, sind, was ich nutzen werde. Und zwar sind das diese süßen Wassertattoos, die finde ich einfach mega. Die sind ja richtig süß, ne? Also angetan hat es mir auf jeden Fall dieser kleine Freund hier. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde ihn voll süß, obwohl er ja eigentlich nicht süß aussieht. Und ich denke auch, dass ich diese nur verwenden werde. Vielleicht auch eine Spinne. Ja, und da fängt es ja schon an. Wenn ich die Spinne benutzen würde, ne, dann könnte ich ja schlecht meine Finger schwarz lackieren. Da sieht man ja dann überhaupt nichts. Ich werde jetzt einfach erstmal einen Basecoat verwenden und dann werden wir mal weiterschauen. Ich habe jetzt meine Nägel vorbereitet. Da werde ich jetzt erstmal meine Nägel anbuffern. Aber ich habe mir schon ewig keine Schellacknägel mehr gemacht. Deswegen dachte ich mir, heute ist mal wieder an der Zeit, mal wieder Nägel zu machen und dann auch noch Schellacknägel. Entfette das Ganze nochmal. Dann mache ich den Primer drauf. Den hier habe ich von Semilack. Den macht man dünn drauf. Der trocknet dann an der Luft. Der ist auch dafür da, dass das alles besser hält. Ein Dehydrator verwende ich nicht, weil ich habe von Natur aus trockene Hände, trockene Nägel meine ich. Und da brauche ich das auch nicht. Meine Nägel habe ich ja, so gut ich kann in Form gefeilt, weil da bin ich absolut kein Profi. Ich hätte auch zwar gern mal eine andere Form. Mandel zum Beispiel finde ich sehr schön. Da würde ich dann zu Press-Ons greifen. Das ist hier einfach nur einfach, was ich hier zeige. Und ich denke mal, den meisten gefällt das auch. Das trocknet eigentlich sehr schnell an der Luft. Jetzt fangen wir an. Jetzt kommt die Base drauf. Und den Pinsel von der Base fand ich auch richtig gut. Richtig schön abstreift, dass man auch den Lack richtig dünn aufträgt. Und ummanteln. Also ummanteln ist ja immer wichtig, damit der Shellack auch gut und lange hält. Bei mir hält der so, ich weiß gar nicht eigentlich ehrlich gesagt, wie lange der hält, weil ich mache den ja rechtzeitig auch wieder ab, weil ich die Farbe dann einfach nicht mehr sehen kann. Aber ich lasse den so in der Regel so na 10, 12 Tage drauf und dann ist auch gut an die Nagelhaut ran, aber die Nagelhaut nicht berühren und wieder ummanteln. Zwischendurch gerne immer wieder mal abstreifen, damit man nicht zu viel Produkt hat. Gucke ich mir das Ganze nochmal an. Nichts in den Rillen. Das Ganze geht jetzt für ein Minütchen in die Lampe rein. Der Daumen wird immer separat gemacht. Wenn man die Hand jetzt inklusive den Daumen lackiert, dann bekommt er nicht von jeder Seite UV ab. Und dementsprechend könnte es passieren, dass der nicht richtig gut aushärtet oder aber der Lack in die Rillen läuft. Die Base ist getrocknet in der Lampe. Jetzt machen wir noch den Daumen. Und das Ganze geht für eine Minute unter die Lampe. Machen wir mal die erste Schicht. Ich habe mich hier für diesen Lack entschieden, die Nummer 08 Still Red. Einmal noch mal ein bisschen abstreifen. Einmal ummanteln. Gehe ich immer noch mal drüber. Nicht, dass ich hier oben so eine Farbwurst habe. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Wenn man zu viel Farbe am Pinsel hat, kann das schon mal passieren. Deswegen streife ich das auch immer ab. Die erste Schicht mache ich richtig schön dünn. Ich finde das eine sehr schöne Farbe. Die habe ich auch noch nicht lackiert. Zwar geswatcht, aber nicht auf den Fingernägel lackiert. Kommt jetzt für 60 Sekunden wieder in die Lampe. Ich habe natürlich wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken, als ich den Daumen lackiert habe. Der kommt jetzt für 60 Sekunden in die Lampe. Zu dieser Hand hätte natürlich jetzt unheimlich gut, richtig cooles Nageldesign zu Wednesday gepasst, aber jetzt auf die Schnelle fiel mir jetzt nichts ein. Ich werde jetzt auch euch nur eine Hand zeigen, wie ich die mache. Die andere Hand, die rechte, mache ich dann gleich separat. Und wenn ich dann komplett fertig bin, zeige ich euch natürlich das Endergebnis. Und jetzt machen wir die zweite Schicht. So,
anders. Lackiere ich mir erstmal die Fingernägel, die vier. Und dann werde ich nochmal mit dem Pinsel gucken, ob ich irgendwo noch am Nagelrand was malen muss oder ob das nah genug ist. Also die Farbe gefällt mir definitiv richtig, richtig gut. Jetzt nehme ich hier meinen Pinsel. Habe ich hier so einen schmalen. Dann nehme ich hier so ein bisschen Farbe. Obwohl, ich bin eigentlich hier eigentlich super nah an der Nagelhaut. Hier vielleicht noch. Und das kommt jetzt auch für eine Minute in die Lampe. Da muss ich mal gucken. Ich weiß irgendwie immer noch nicht, was für Tattoos ich da verwende. Vielleicht sollte ich die helleren verwenden. Dann sieht man die nämlich auch auf dem Lack. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Oder doch diese süße Variante mit den Mädels hier. Mit den Voodoo-Mädels. Ich glaube, ich werde mich gleich einfach spontan entscheiden. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ja, generell hatte ich heute mal meine ganzen Sticker nachgeguckt, weil ich ja mir einen Halloween-Sticker aussuchen wollte. Oh Gott, Leute. Ich hatte angefangen zu sortieren. Vorab schon mal, weil ich auch einsortieren wollte. Ich habe es gelassen. Ich hatte dann echt keinen Bock mehr. Ja, das ist so viel Arbeit. So, jetzt kommt noch der Daumen. Muss ich noch mal gucken, ob ich da zufrieden bin. Damit man besser drankommt, kann man auch hier immer so ein bisschen den Daumen an sich mal zur Seite ziehen. Dann kommt man da auch besser dran. Man kann richtig schön nah lackieren, ohne die Haut zu berühren. Und der kommt jetzt auch für eine Minute in die Lampe. Hier habe ich schon mal jetzt ein bisschen Wasser vorbereitet für die Tattoos. Ich glaube, ich nehme die. Oder soll ich doch die nehmen? Aber die sind so groß, ne? Ich habe gar nicht so lange Nägel. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Vor allem ist das so dunkel, ne? Die Qual der Wahl, ne? So ist das jedes Mal. Aber farblich würden die auch gut passen. Wisst ihr was, wir müssen das jetzt einfach ausprobieren. Wenn die da untergehen, dann ist das nun mal ein Fail. Aber ich möchte gerne ausprobieren. Mal hier abreißen. Wir probieren den da aus. Ich werde die auch diesmal ausschneiden. Dann brauche ich jetzt auch keine Wattestäbchen holen. Ja. Wundert mich, dass da keine Folie drauf ist. Oh, dann schmeiße ich den jetzt hier einfach ins Wasser. Hier habe ich meine Stempel. Den mache ich allerdings nochmal eben sauber, dass da keine Fussel oder so drauf sind. Gucken, löst sich jetzt schon? Ja, es löst sich. So, habe es jetzt schon auf den Stempel übertragen. Jetzt werde ich das mal ein bisschen abtupfen. Versuchen schon mal so ein bisschen die Falten hier rauszuziehen. So. Und ich glaube, man sieht den nicht. Guckt mal, man sieht den überhaupt nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Was mache ich denn jetzt? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich guck mal, wie der aussieht. Nein, ihn sieht man nicht. Aber wirklich überhaupt nicht. Seht ihr? Man sieht nichts. Dann nehme ich jetzt Cleaner und dann mache ich das wieder ab. Was mache ich jetzt alternativ? Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier nicht schon mal ein paar Sticker zur Seite gelegt hätte. Ja, das mit den Wassertattoos können wir leider vergessen. Da muss auf jeden Fall ein heller Untergrund drunter. Deshalb muss ich mich jetzt umentscheiden. Ist ja auch nicht so schlimm. Gucken wir mal, was ich hier noch so habe. Ja, das ist einiges. Das sollte jetzt aber natürlich farblich richtig gut dazu passen. Ja, das sieht ja mal mega aus, oder? So eine Schlange. Erinnert mich gerade an Beetlejuice so ein bisschen. Oder nehmen wir hier so wirklich so richtig Halloween? Ist die Qual der Wahl, ne? Das ist das, was ich ein bisschen vorsortiert hatte gerade. Ist auch noch echt alles verpackt. Hier haben wir auch noch so ein bisschen Halloween. Ach, guck mal, in doppelter Ausführung. Also, ja,
Geist hatte ich ja letztens schon, ne? Ist ja doof. Ich glaube, ich mache das wirklich mit den, hier mit denen hier. Die finde ich irgendwie cool. Ne, die nehmen wir nicht. Wir nehmen wirklich diese hier. Aber das muss ein kleinerer Sticker sein. Das passt nämlich sonst wieder nicht. Und zwar nehmen wir den hier. Ui, die sind aber richtig dünn. Ja, okay. Sieht auch super aus. Machen wir jetzt hier am Nagel. Ja, den kann man auch gut erkennen. Richtig schön andrücken. Ja, kann man das jetzt auch als Halloween-Nägel bezeichnen? Ach doch, ne? So eine Schlange. Finde ich okay. Dann bin ich überlegen, vielleicht hier so ein Auge? Ja, mega, so ein Auge, oder? Nehmen wir so ein Auge. Ich finde das irgendwie cool. Mal gucken, was ich dann auf der anderen Seite mache. Das mache ich dann hier drauf. Rein theoretisch könnte ich jetzt ins Auge noch ein Steinchen machen, ne? Aber ich glaube, das ist mir dann auch zu viel, oder? Ich weiß nicht. Hier ist auch noch genug Platz hier oben, damit ich den Topcoat gleich noch drauf machen kann, damit das schön versiegelt ist, der Sticker. Oh, finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt den Topcoat. So, den benutze ich jetzt. Wichtig natürlich auch bei den Stickern, dass das gut versiegelt ist, sonst heben die sich nachher ab. So, ab in die Lampe. Jetzt kommt hier auch noch der Topcoat drauf und in die Lampe. Eigentlich hatte ich hier auch noch für Halloween diese selbstklebenden, ich glaube, die sind selbstklebend, weiß ich gerade gar nicht, künstliche Nägel, die habe ich mal beim Action gekauft. So sehen die aus. Habe ich jetzt auch nicht geschafft, sie zu testen, aber wisst ihr was, das machen wir dann nächstes Jahr. Ich denke mal, dass ich nächstes Jahr auch noch YouTube mache. Von daher machen wir das dann im nächsten Jahr. So sieht es jetzt aus. Schwitzschicht ist auch noch drauf. Die entfernen wir gleich, aber ich warte immer gerne eine Minute, weil wenn ich nämlich jetzt den Cleaner benutze, dann werden die in der Regel bei mir sehr stumpf und das sieht nicht so schön aus. Dann warte ich nämlich jetzt mal kurz und mache mit der anderen Hand weiter, beziehungsweise ich zeige euch das Ergebnis. Ach, guckt euch mal das Chaos an. Das muss ich gleich erstmal beseitigen. Ich bin eigentlich fertig. Ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ihr habt ja mitbekommen, die Wassertattoos, die funktionierten jetzt nicht auf der dunklen Farbe. Ich hätte da einen helleren Untergrund lackieren müssen, was ich eigentlich nicht wollte. Und ja, hatte jetzt alternativ irgendwelche anderen Sticker gefunden. Mir gefällt es jetzt trotzdem. Hier haben wir eine Schlange in Pink, hier so ein Auge, hier eine Schlange in Lila und so Flammen in Lila. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich werde jetzt meine Hände noch pflegen. Jetzt verwende ich hier noch ein bisschen Nagelöl. Ich verwende das hier von Semilack. Und diese Handcreme, die benutze ich zuerst. Dann ein bisschen Nagelöl. Da braucht man auch eigentlich gar nicht so viel. Das ist wahrscheinlich schon zu viel, was ich verwende. Ein bisschen einmassieren. Und schon ist mein, ja, eigentlich mein Easy Halloween Nail Art, was auch immer das jetzt ist, ich weiß es nicht. Fertig, mir gefällt es, ich finde es supi. Lass es jetzt auf jeden Fall drauf ein paar Tage. Und Halloween kann kommen. Nichts Schwieriges, einfach Nägel lackieren, Wassertattoos drauf und fertig. Aber mir gefällt es, ich finde es super, wenn es einfach ist. Und ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du auch die Farbe findest von dem Lack. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir bis dahin noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!